Dieses Video hat dem US-Konzern Kellogg und seiner Marke Pringles einen Shitstorm beschert. Auf Russisch steht auf der Packung mit dem Geschmack des Sieges, dazu das sogenannte Georgsband in Schwarz und Orange, das als Zustimmung zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine gesehen werden kann. Der Clip verbreitet sich in den sozialen Medien Telegram und Twitter. Aufgenommen wurde er angeblich in einem russischen Supermarkt. Angesehen wurde das Video mehr als 1 Million Mal und die Netzgemeinde fragt Kellogg und Pringles: Ist das euer Ernst? Im Chat mit einer Nutzerin weist der Konzern die Vorwürfe zurück. Weder wurde dieses Produkt von uns hergestellt, noch wurde dieser Inhalt von uns erstellt. Kellogg habe sich bereits im Dezember 2022 komplett aus dem russischen Markt zurückgezogen und sein Geschäft an den russischen Konzern Tschernogolowka verkauft. Produkte würden schon seit Anfang 2022 nicht mehr nach Russland exportiert. Alle Werbekampagnen seien gestoppt worden.